Hallo und herzlich willkommen bei tastesup.de. Mein Name ist Christian. Mein Name ist Jay. Wir sitzen hier im Vorfeld des Barcamps Bodensee 2014 an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Im Hintergrund könnt ihr wahrscheinlich den Bodensee sehen. Wir hören ihn leise rauschen und verkosten für euch und mit euch den Lafrac an Cournoir. Der Lafrac ist aus der Travel Retail Exclusive Edition. Das heißt, man bekommt ihn nur im Duty-Free-Shop zu kaufen. Und da haben wir ihn auch her und probieren auch gleich mal. Machen wir mal. Schauen wir an, was der für eine Farbe hat. Schönes Bernstein. Und schön pfeffrig. Aber ich rieche auch Feige. Feige, süßlicher Geschmack. Also es ist eigentlich eine schöne Kombination. Leicht blumig. Also mich erinnert das an Lavendel. Ja. Ich roll den nochmal aus. Genau. Oh ja, da kommt das ganze Aroma viel deutlicher zur Geltung. Dann lass uns mal zum wichtigen Teil kommen. Crunch. Sehr salzig. Was heißt sehr salzig? Aber auch karamellig ein bisschen. Hat eine leichte Süße, ja. Sehr schön. Eichenfass schmeckt man sehr gut heraus. Allerdings finde ich für einen Lafrac eigentlich eher sanft. Sehr sanft. Ist nicht so peatig. Ja, also aber durchaus gut. Es eignet sich hervorragend als Morgentrunk. Wir verraten, es ist noch nicht mal 8.30 Uhr und gleich fängt das Barcamp an und wir machen diesen Take noch vorher. Ja. Lecker. Probieren wir mal mit Wasser. Ja. Während der Jay uns da Wasser reinträufelt, reichen noch die Informationen nach, dass der in amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern gereift ist und dann in europäischen Eichenfässern nachgereift ist. Das führt auch dazu, dass man diese leichte Karamellaroma mitbekommt. Er hat übrigens 48%, ist also kein ganz leichter Whisky, wobei im Trinken merkt man die nicht so. Nee, er ist angenehm cremig. Er ist angenehm. Also ja. Oh. Willkommen. Bisschen sanfter. Ja, also ich finde, mit Wasser verliert er am Aroma. Ist nicht mehr so markant. Also, ja, also rein vom Aroma her würde ich das Wasser weglassen. Auf jeden Fall. Aber wir gehen da jetzt mannhaft durch. Das Lunch. Ich mache das mal ganz kurz. Nee. Ja, es ist wie üblich bei diesen rauchigen Whiskys, wenn man Wasser dazu gibt. Also was mir immer auffällt, ist, die Salzigkeit kommt stärker hervor, aber der Geschmack an sich flacht ab. Und zwar in dem Fall komplett. Ja, gewinnt überhaupt nicht. Nee. Wir empfehlen ja ab und zu wirklich Whiskys mit Wasser zu trinken. In diesem Fall positioniere ich mich mal auf der anderen Seite und sage, nein. Ohne Wasser. Ja. Deutlich besser. Deutlich besser. Wunderbar, das war's auch schon wieder. Wir gehen jetzt aufs Barcamp, wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei tastesup.de. Und tschüss.